Holstein Kiel hat sich beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen mit 3:0 durchgesetzt und ist damit in das Halbfinale des DFB-Pokals gegen mutiger und gerade zu Beginn schwungvoll agierende Essener benötigten die Störche auch ein wenig Glück bei einer Schiedsrichter-Doppelschlag Kiel. Jani Serra erhöht nur 2 Minuten nach dem Führungstreffer auf Picture Alliance. RWE-Coach Christian Neidhardt wechselte nach der ersten Pflichtspielniederlage gegen Düsseldorf 2:0-3, nach zuvor 27 ungeschlagenen Partien auf 3 Positionen, Herzenbruch, Hildebrand und Kiefkir spielen für die Honeck. Doro und Haber den Gästen aus Kiel nahm Trainer Ole Werner gegenüber dem 1:0 Erfolg gegen Erzgebirge auch 2 Veränderungen vor. Robert und Sarah ersetzten Lee, der vielseitig einsetzbare Lee agierte durch Sarahs Hereinnahme eine Reihe weiter hinten altmutige Essener in das selbst als Bonusspiel ausgerufene Pokalviertelfinale startete Regionalligist Essen ohne Angst und stattdessen mit jeder Menge Schwung. Die Neidhardt Elf hatte anfangs gar spielerische Vorteile und kam nach Standardsituationen auch zu ersten ab. Die beste Möglichkeit hatte Heber per Kopfball aus 6 Metern, Helios parierte. Die von Kiel-Trainer Werner geforderten Attribute Wucht, Tiefe und Umschaltspiel fanden noch nicht statt. Und trotzdem ging der Favorit Mitte des ersten Durchgangs in Führung. Grote grätschte ungeschickt in Porat und verursachte einen fragwürdigen Strafstoß, den der VAR Robert Hartmann überprüfte, aber für gültig befand. Eine fehlende Elfmeterspezialist Mühling verwandelte sicher, 26. Essen hadert mit Elfmeter und kassiert 2. Gegentreffer nur 2 Minuten später erhöhte der Zweitligist aus Norddeutschland. Bartels legte einen weiten Schlag per Kopf zu Serra, der aus kurzer Distanz der Wahl zum 2:0 überwand. 28. Fortan spielte Kiel seine technischen Vorteile deutlich besser aus, hatte auch mehr Ballbesitz als die Hausherren, die aber dennoch vor der Pause hätten zurückschlagen können. Kirkeskopf grätschte in der Nachspielzeit Kiel Gomez Schuss noch rechtzeitig ab. 45+3. DFB-Pokal, Viertelfinale Regensburg-Regensburg Abgis. Bremen-Bremen-Gladbach-Gladbach Gladbach 0, 1:0, 0 Dortmund-Dortmund RWE-Essen-RWE-Essen 0, 3:0, 2 Kiel-Kiel-Leipzig-Leipzig 0, 0 minus, Wolfsburg-Wolfsburg. Der Viertligist hatte ob des Rückstandes die Köpfe noch nicht in den Sand gesteckt und spielte weiterhin munter mit. Allerdings verteidigte Kiel rund um den eigenen Strafraum weiterhin souverän und ließ nur wenig anbrennen. Auf der anderen Seite bekamen die Störche nun mehr Räume angeboten, konnten daraus aber kein Kapital und Essener Chancenplus. Aber Helios nicht zu bezwingen erst in der Schlussphase, als Essen bereits alle 5 Wechsel vollzogen hatte und Neidhardt alles auf eine Karte setzte, kam der Regionalligist zu Abschlüssen. Zunächst prüfte der eingewechselte Rennes Helios aus der Diskils Keeper hatte Probleme, die Kugel festzuhalten, setzte aber vor dem ebenfalls angewechselten Platzek nach. Punkt. Wenige Momente später griff der Grieche bei den Weitschüssen von Harenbrock und Bagges Sedat 2:0 wieder sicher zu. 84. Nach einer Ecke rutschte dann auch noch Kiel Gomez an einem Heberkopfball knapp vorbei. 6. Kiel wiederum nutzte in der letzten Minute einen Konter zum 3:0 Endstand. Der eingewechselte Mees hatte Glück, dass sein Schuss abgefälscht wurde und Andavari vorbei ins Netz kullerte. 90. Ture und Karten 0:1 Mühling. 26. Foul Elfmeter, Rechtsschuss, Porat. 0:2 Serra. 28. Linksschuss, Bartels. 0:3 Mees. 90. Linksschuss, Hauptmann, Ture und Karten 0:1 Mühling. 26. Foul Elfmeter, Rechtsschuss, Porat. 0:2 Serra. 28. Linksschuss, Bartels. 0:3 Mees. 90. Linksschuss, Hauptmann, Rot-Weiß Essen Rote. 5 und AG Essen Davari, Heber, A. Hahn, Herzenhof, Hildebrand, Grote, Kiel Gomez, Grund, Jan, Kiefkir, Engelmann RWE Essen Aufstellung Davari, Heber, A. Hahn, Herzenbruch, Hildebrand, Grote, Kiel Gomez, Grund, Jan, Kiefkir, Engelmann Einwechslung in ein Harenbrock für Grund 70. Back SZ Art für Hildebrand 70. Leverenz für Kiefkir 78. Platzek für Grote 9. J. Endres für Young Reservebank Gotts, Tor, B. Honeck, Neuwirth, F. Weber Trainer, Neidhardt Kiel Helios, Dem, S. Lorenz, Wahl, Kirkeskopf, Meffert, Mühling, J. S. Lee, Porat, Serra, Bartels Kiel Aufstellung Helios, D. Lorenz, Wahl, Kirkeskopf, Meffert, Mühling, J. S. Lee, Porat, Serra.
Schiedsrichterteam Markus Schmidt Stuttgart, Schiedsrichterteam Markus Schmidt Stuttgart, Assistenten Christoph Günsch, Marburg, Markus Hecker, Benz, vierter Offizieller Guido Kleve, Köln, Videoassistent Robert Hartmann, Wangen, Spielinfo Stadion, Stadion Essen, Spielinfo Anstoß 0:03:2021, 18.30 Uhr Stadion, Stadion Essen, Essen Zuschauerchancenverhältnis 2:3, Eckenverhältnis 7:3, Rot-Weiß Essen empfängt am Sonntag, 14 Uhr, Fortuna Köln, Holstein Kiel gastiert am Montag, 20.30 Uhr, beim HSV, um am Zielaufstieg weiter zu fahren.